Mein Name ist Peter Frauenkron, ich bin Leiter der Polizeisonderdienste Rechtsreinigung des Polizeipräsidiums Köln. Wir führen hier heute Razzien, Untersuchungsmaßnahmen im Bereich der Kalkmühlheimer Straße und des Delikts Brennpunktes Kalk durch. Ja, wie sind Sie jetzt aus diesem Bereich aufmerksam geworden? Warum findet das gerade hier statt? Weil der Bereich seit Jahren ein Brennpunkt, ein Deliktsschwerpunkt ist für den gesamten Bereich Straßenkriminalität, Eigentumsdelikte, Rauschgifthandel. Ja, können Sie da vielleicht Zahlen nennen, was in einem Jahr passiert ist? Also wir haben bis jetzt in diesem Jahr knapp 500 oder gut 500 Taten in diesem engen Bereich jetzt, die wir registriert haben. Wir haben parallel dazu natürlich hier auch Strafverfahren laufen gegen Rauschgifttäter und da werden gerade auch Durchsuchungsbeschlüsse mit vollstreckt. Ja, können Sie das kurz ein bisschen erklären, was heißt, wie läuft das jetzt da oder wie sind Sie hier aufgefahren heute am frühen Abend? Wir sind hier aufgefahren, indem wir schlagartig hier diese lokalen Untersuchungsobjekte eingenommen haben und dann letztendlich mit unseren Maßnahmen begonnen haben, sodass wir letztendlich den Überraschungseffekt für die polizeilichen Einsatzmaßnahmen nutzen konnten. Das heißt, wie läuft jetzt so eine Razzia ab? Also Sie sind ja hier also nicht in Wohngebäuden in dem Sinne, sondern sind ja schon eher in so Lokalitäten tätig. Wir sind hier in Lokalitäten tätig und da können wir letztendlich aufgrund des Polizeigesetzes unsere entsprechenden Kontrollmaßnahmen durchführen. Das machen wir auch hier diesmal auch in Zusammenarbeit mit Stadt Köln und mit dem Zoll, die selbstständig auch ihre Kontrollmaßnahmen durchführen. Die Stadtkämmerei haben wir dabei. Und so haben wir das komplette Paket an Kontrollmaßnahmen, was wir letztendlich in solchen Deliktbrennpunkten durchführen können. Haben Sie vielleicht schon so ein kleines Ergebnis oder sind Sie zumindest zufrieden mit dem, was bisher abgelaufen ist? Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, wie es abgelaufen ist, weil wir letztendlich mit der Einsatzmaßnahme polizeiliche Präsenz gezeigt haben und die letztendlich auch beim Bürger ankommt, die auch bei dem Bürger hier ankommt, der letztendlich nach der polizeilichen Präsenz verlangt und die auch bejaht und der positiv gegenübersteht. Also hier wohnen ja auch viele Menschen, die einfach Otto-Normalverbraucher sind und die auch etwas gegen die Kriminalität haben, die hier passiert. Insofern wissen wir, dass diese Leute unsere Maßnahmen schon mal unterstützen und die für gut finden. Und ansonsten auch bei den Durchsuchungsmaßnahmen sind Beweismittel aufgefunden werden. Da dauert die Auswertung noch an, die Ergebnisse kommen. In Gewahrsamnahmen habe ich noch keine Rückmeldung zu. Wir haben hier mehrere Personen illegal angetroffen, die kriegen aber die üblichen Vorladungen zum Ausländeramt, wo sie sich dann morgen melden können, damit das ausländerrechtliche Verfahren da wieder angeschoben werden kann. Ja, können Sie was dazu sagen, mit welchen Spielzeiten? Wir sind hier mit Hundertschaftskräften, Bereitschaftskräften gewesen.